Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe übrigens den weichesten Pulli an und tut mir leid, da liegen ein paar Klamotten im Hintergrund. Ich bin offensichtlich wieder in Deutschland. Es wird auf jeden Fall ein Video kommen mit Sachen, die ich mir gekauft habe in Miami, aber die sind alle noch nicht irgendwie, ich muss die alle nochmal sammeln, deswegen, genau, also klamottenmäßig, und ich denke, da werde ich auch ein Outfit und sowas machen. Eigentlich wollte ich erstmal dieses Video drehen, damit ich so eine, ich weiß nicht, wie sagen, so eine Struktur oder so. Ist irgendwie ein bisschen warm. Ich habe zwei Pullis übereinander an, weil eigentlich war es kalt, aber jetzt ist es nicht mehr so kalt. Und zwar wollte ich ein bisschen darüber reden, was für eine Art Videos ich machen möchte, was ich so machen möchte in 2018, ich wollte gerade 2017 sagen, weil ich brauche unbedingt eine Struktur von Sachen, die ich habe, die ich mache, die mich beschäftigen und so. Bin sehr, sehr, ich habe manchmal so Phasen, darüber möchte ich auch mal ein Video machen, wo ich so viel nachdenke, dass es so anstrengend ist. Und zwar, dass ich studieren aufgehört habe, wisst ihr, habe ich mal in einem Video ja alles erklärt. Und dass ich, das Einzige, was ich jemals studieren möchte, ist Schauspielerei. Und das weiß ich und da bin ich mir zu 100% sicher. Und es gibt nichts anderes, was ich studieren möchte, leider, weil Schauspielerei, also da irgendwo reinzukommen, ist schon sehr, 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 sehr schwer. Aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen, weil sonst... Das wäre eine Sache, die mich ärgern würde, wenn ich wüsste, dass ich es nie versucht hätte. Genau, und bis ich mich irgendwo bewerbe, möchte ich unbedingt, das sind so Sachen wie, ich möchte unbedingt Ballettkurse nehmen, auch wenn ich jetzt niemals, es ist ja eh zu spät, dass ich irgendwie professionelles Ballett oder sonst was könnte. Aber es geht mir darum, dass ich, es fasziniert mich so und irgendwie möchte ich das gerne machen, das ist eine Sache. Und der Punkt von diesem Video ist eigentlich, dass ich gerne dann Ende 2018 mal gucken möchte, ob ich das wirklich gemacht habe und das halt jetzt sage, damit ich so, nicht gezwungen, aber damit ich mich mal zusammenraffe und es wirklich mache. So, Ballett ist eine Sache, die ich machen möchte. Dann möchte ich unbedingt irgendwo mich bei Schauspielkursen anmelden, weil mir macht das so viel Spaß. Und eine Sache, die ich mir in Miami gekauft habe, ist ein Video mit, ich weiß nicht, wie viele Monologe das sind, aber ich glaube irgendwie die besten Monologe von, ich glaube 2016 oder 2017 war das, wo wirklich jede Seite ein so ein einseitiger Monolog ist, den ich mir wirklich so merken kann, lernen kann, mich halt so in den Charakter hineinversetzen kann und sowas. Sowas mache ich sehr, sehr gerne. Es gibt auf YouTube schon viele Monologe, also wo Leute wirklich Monologe auswendig lernen und die dann halt vor der Kamera sagen. Vielleicht blöd, aber dann bin ich wirklich so, dass ich selber auch vorm Spiegel so die Monologe mache und sowas, macht mir echt Spaß. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die ich mir gekauft habe, damit ich da auch selber so alleine was machen kann. Ich glaube, ich traue mich nicht so richtig, da was hochzuladen von auf diesem Kanal so. Falls es euch interessiert, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich denke nicht, also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was euch interessieren würde. Muss ich mal gucken. Aber ich denke, ich werde es für mich mal aufnehmen und dann mal schauen. Aber ich glaube, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich mir denke, dass ich da selbstbewusst genug bin, um das hochzuladen. Das sind die zwei Sachen. Die dritte Sache ist YouTube, weil mir macht das, wenn ich einmal drin bin, das ist so ganz komisch. Ich muss mich irgendwie erstmal motivieren, dass ich wirklich irgendwas filme oder was plane oder irgendwie so Clips habe. Und dann, wenn ich das bearbeiten und alles, macht mir so viel Spaß. Bis zum Hochladen, bis zum Gucken, wie es euch gefällt und sowas. Und das ist wirklich so eine Sache, die mich richtig, weiß nicht, die freut mich dann richtig. Und dadurch werde ich irgendwie voll zufrieden irgendwie. Und das ist, ich weiß ja, dass ich das mag. Bloß dieser Punkt, dieser Schritt, das wirklich zu machen... Weiß nicht, warum ich da, ob ich da faul bin oder ob ich, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ich muss mich dazu wirklich mal ein bisschen mehr motivieren. Und ich glaube, wenn ich einmal wirklich wieder anfange, regelmäßig was zu machen, dann macht es mir unglaublich viel Spaß. Deswegen möchte ich gerne in 2018 dieses, also es sind keine Jahresvorsätze, ich stehe nicht so auf Jahresvorsätze, aber ich muss es einfach mal machen. Weil ich möchte unbedingt meinen Kanal so ein bisschen entwickeln in 2018, weil ich kann das ja... Ich liebe das. Ich kann Sachen posten von Schauspielerei bis Videos über Selbstvertrauen, bis Fashion, bis Schminke, bis Sachen, die ich mir gekauft habe und sonst was. Das kann ich mir halt alles selber aussuchen. Das ist so das Perfekte daran, finde ich. Und es gibt halt immer irgendwer, der das gerne guckt, was irgendwie ganz cool ist. Genau. Und deswegen, das waren jetzt, glaube ich, drei Sachen. Ja, YouTube, Ballett und Schauspielkurse oder sowas ähnliches. Ja, das vierte, was so generell ist, ist einfach, dass ich mal was mache. Also wirklich, ich bin so oft einfach in meinen Gedanken so gefangen, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist wirklich so, dass ich so richtig verfangen bin in meinen Gedanken und Sorgen und dadurch nichts tue und sich nichts ändert und es ändert sich halt erst was, wenn ich tatsächlich was mache und deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr, mir nur Gedanken zu machen, sinnlose Gedanken auch,
die mir nur noch mehr Sorgen machen und ich male mir mal das Schlimmste aus und dadurch wird es natürlich nicht besser. Wollte ich einfach mal alles loswerden jetzt in diesem Video, weil ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie mal sagen wollte, weil, ja, wie gesagt, ich glaube, das bringt mir was, wenn ich das öffentlich mache. Und ich habe das Gefühl, dass ich das sagen musste, bevor ich irgendwie normal irgendwie ein Video weitermache oder sowas, damit ihr mal meine Situation versteht. Genau. Das wollte ich machen. Das wollte ich sagen, meine ich. Und falls ihr bis jetzt geguckt habt, ich weiß nicht, vielleicht werde ich das am Anfang noch reinmachen. Na, wahrscheinlich nicht, wenn ihr es jetzt seht. Aber falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, über irgendwelche Themen oder irgendwelche Videowünsche, könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Werde ich dann definitiv versuchen umzusetzen. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so. Genau. Das war es auch schon von diesem kleinen meine Situation Video. Oh, ich weiß nicht genau, wie ich es genannt habe, aber werdet ihr sehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!